Argus. Wir liegen im Argen mit dir. Ich kann nicht näher ran. Nee, geht nicht. Die Organons würden mich sehen. Verkleidung. Verkleidung? Wenn etwa fünf... Warte, haben wir hier irgendwas, was wir... Nein. Kieselsteine sind die, okay. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Dann nehmen wir die Kieselsteine. Einen. Okay, wir haben einen Kieselstein. Nein, fehlt nur noch das Getriebe. Wir können ihn mit der Taschenlampe anleuchten. Aber das ist ja noch viel mehr als nur Argus. Mist, da fehlen noch ein paar Euro. Na, erstmal Edna. Ja, es wird ja bestimmt irgendwann im Sale sein. Es sind ja recht häufig Sales auf Steam. Ich würde auch generell empfehlen. Also Complete Edition und dann, ja, auf Sale warten. Hat auf jeden Fall schon eine sehr, sehr lange Spielzeit. Was haben wir hier oben eigentlich noch? Wir haben Argus, Elysium. So viel soll man sich... So viel soll man... Wenn ich versuche aber mal zu kombinieren. Okay, Kaugummi und diese... Tödliche Schusswaffe. Check. Ach so, wir müssen... Also doch eine Zwille. Zwille und Kieselstein. Munition. Check. Das Kaugummi fungiert als Band, weil das natürlich... Oh, von 70 Euro. 70 Euro? 70, Moment, das muss ich kurz selbst nachschauen. So viel hatte, also so viel wollen die. Das ist heftig. Nee, Moment. Es ist, also ich sehe hier gerade auf Steam, dass es statt 30 Euro 3 kostet. Und zwar noch 5 Tage lang, bis zum 14. März. Also die Complete Journey. Jetzt nicht die Einzelteile, weil ich würde echt empfehlen, dann die Complete Journey zu holen. Das sind die Entwicklerkommentare und auch noch so alle 4 Teile. Achso, ja gut, Doomsday weiß ich gar nicht. Doomsday? Nee, aber wenn du Doomsday separat kaufst, da steht hier, dass es 2 Euro gerade kostet. Also sind es insgesamt 5 Euro. Statt 50. Wenn du es auf Steam kaufst. Sehe ich gerade. Also ich weiß nicht, ob du irgendwie ein anderes Bundle siehst oder so, aber das sehe ich gerade. So, den hauen wir K.O. Ich kann nicht näher ran, die Organ. Achso, dann machen wir das Licht aus. Ist ja eh zappenduster hier. Alle Mann auf Gefechtsstation! Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Ja, dann können wir aber jetzt vorbei. Ich kann nicht die Können wir ihn... Oh. Wir haben unsere Zwille verloren, als ob... Mit was können wir denn... Da ist ein Lampenschirm. Geht nicht. Er liegt Zeit für einen weiteren Geniestreich. Wir haben noch die Phosphorzuckerwatte. Dass die nicht aus unserem... Mit dem Mob, aber da aus unserem Inventar fünf, leuchtet. Upsi. Und wieder. Okay, wir können den Schnörkel mit der Stange verwenden. Haben einen Haken. Genau, wir bauen jetzt eine... Wenn etwas auf 5... Oder können wir... Ach ja, das Geräusch ist für ihn voll unauffällig. Gut, sind wahrscheinlich Riesenratten, die es erzeugen. Lampenschirm... Ja, wir bauen jetzt eine... gruselige Person. Mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletes. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Ach so! Ach so, Beamtenoutfit... Mob. Verkleidung ist fast, fehlt nur noch das Öl. Ja, Öl. Öl? Öl, 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 Öl. Öl haben wir hier. Ich weiß noch, was drin ist. Na, lecker.
Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Improvisiertes Cletus-Kostüm. Let's go. Ich kann nicht mehr die Nein, willst du noch nicht? Cletus könnte echt einen Haken gebrauchen. Erst von rechts, dann von links und dann einen ans Kinn von unten. Genial. Ach, rechts geht. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Ja, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Ja, genau, sag ich ja. Du sollst die Spieler, also ich würde es empfehlen, die Spieler nicht einzeln zu kaufen, sondern, und das ist auch hier das Spiel, Moment, wird es angezeigt? Ja, es wird angezeigt. Und zwar Deponia The Complete Journey. Das sind 3 Spiele in einem. Und das ist halt der Vorteil, hier sind Entwicklerkommentare noch dabei, so dieser Hinweis-Screen und eine Kapitelübersicht. Und auch, glaube ich, eine Map oder so. Und die Complete Journey, die kostet gerade 5 Euro. Also ist damit nochmal ein bisschen günstiger. Wir brauchen die Datasette. An den Organus vorbeischleichen. Wir haben ja hier sonst nichts weiter. Ich kann die Organ. Genial. Diesmal. Und? Was? Die Datasette. Ach ja. Ja, okay, nee, wir brauchen die tatsächlich komplett. Aber Cletus will die ja nicht rausgeben. Die hat er bei sich. Wir haben. Los, sei nützlich. Stures Ding. Nein? Nicht zum Flaggenmast? Los, stures Ding. Los, stures. Los, stures. Können wir damit die Tasche greifen? Wahrscheinlich nicht. Finger weg, verdammt. Können wir ihn ein bisschen pieksen? Das ist nicht mein Fehler. Ach so, das ist nicht... Wie findest du mein Cosplay von dir? Die Verkleidung ist perfekt. Finde er nicht gut. Haken? Also wir haben noch die Taschenlampe, die sollten wir haben. Die Zuckerwatte... Das ist mein Fehler. Warum habe ich die... Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Klamassen für Goal schneiden können. Cletus könnte erst von... Können wir ihn irgendwie weglocken? Ölige Frise. Was find... Oder müssen wir erst noch mit ihm reden? Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Da komme ich nicht vorbei. Gold ist bewusstlos. Die gibt bestimmt einen stylischen Untersetzer ab. Na hör mal, da ist das Bewusstsein meiner Verlobten drauf. Schon vergessen? Dann vielleicht einen Türstopper. Okay, der war nicht schlecht. Genau, denn es war ein Witz. Nee, die Complete Edition, deswegen heißt es ja Complete Edition, auch wenn Doomsday nicht drin ist, macht Teil 1 bis 3. Es steht nicht so explizit auf der Shop-Seite, wurde auch mal bemängelt, aber es sind alle 3 Teile. Deswegen lohnt sich die
seitdem die veröffentlicht wurde, natürlich viel mehr als die Teile einzeln zu kaufen. Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz, Rufus. Mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Rußschmutz, aber ihr ey. Nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Bol ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Golds Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Ich wollte es gerade auch sagen. Liegt der jetzt Goal oder das Implantat? Wobei ich jetzt hier auch nichts gegen Objektophilie sagen möchte. Ne? Wenn du einen Gegenstand lieben willst, dann lieb Gegenstände. Das ist mir nur allzu recht. Damit schadet man niemanden. Ich bin es nur, Cletus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Na, es hat auch nur geklappt, was im Schatten war. Da hättest du die ölige Frisur auch nicht gebraucht. Ja, 3 Teile für 3 Euro. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr fairer Preis. So, wir müssen jetzt schauen, wie wir Goal... Oh. Goal! Zappalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Ja, Phosphor. Ja, Deponia, der kommt schon. Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Ja, unsere gute Sonarortung, die auch schon im zweiten Akt so gut funktioniert hat. Zuckerwatte mit einer extra Portion Phosphor. Yummy. Ja, mit der Taschenlampe beleuchten? Reicht das? Oh. Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Aber wenn sie sogar geschleift wurde, dann heißt es doch, dass sie jemand gefunden hat. Ne? Das ist ja nicht, dass sie aufgewacht ist und irgendwie so mal rumspaziert, sondern wirklich aktiv weggegangen ist.